Vielleicht hat Neinhorn auch schon einen besonderen Fall von Stockholm-Syndrom. So, und wurde jetzt gesagt, dass Innos kacke ist und Bilja ist anscheinend auch kacke. Ich frag mich, ob Adanos auch kacke ist. Ich vermute mal, es wird ganz toll sein. Ich möchte hören, was du über Adanos weißt. Ah, der Dritte im Bunde. Ein interessanter Fall. Hat keine Schreine, wenige Anhänger und doch ist er der wichtigste Gott. Der wichtigste Gott? Das ist doch Innos. Nein, Innos hat lediglich die meisten Anhänger. Adanos hingegen verdanken wir unser Überleben. Er hat uns erschaffen? Das habe ich noch nie gehört. Nein, das hat er nicht. Nicht ganz. Er hat jedoch auf jeden Fall verhindert, dass wir vom Zwist seiner Brüder vernichtet werden. Adanos ist das Gleichgewicht, die Mitte. Alles, was du siehst, die gesamte Welt, befindet sich in der Sphäre des Adanos. Hier hält er seine Brüder in Schach. Er ist also der wahre, gute Gott? Nun, soweit ich beurteilen kann, ist er der Menschheit wohlgesonnen. Allerdings mischt er sich kaum ein, außer um ganze Kulturen auszulöschen. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt werden muss, kann Adanos ganz schön auf den Putz hauen. Also, nein. Meiner Meinung nach gibt es keine guten oder bösen Götter. Sie sind Götter. Sie sind. Ach, genug. Zeit für einen Themenwechsel. Ich habe mal die Option auf Ende zu drücken, obwohl keine Dialogoptionen noch vorhanden sind. Das war vor allem der erste Dialog, der wirklich ordentlich beendet wird. Und trotzdem war der Inhalt Müll. Das darfst du mögen. Aber es ist schon komisch, dass du das von keinem Gelehrten in den anderen Teilen gehört hast und jetzt erzählt dir ein Ramschhändler davon, wie die Götter ticken. Die nicht mehr da sind, nach Gothic 3 übrigens. Bea steht jetzt übrigens für Freiheit und nicht für Unterdrückung, gell? Die Orks haben also nur für Freiheit gekämpft, wollte ich sagen. Und die Assassinen auch, gerade die Assassinen mit dem ganzen Sklavenhandel und so. Das sind Freiheitskämpfer an vorderster Front. Ich weigere mich, diese Minimap und Questmarker zu benutzen. Die Schatulle mit Rennwegsbrief, ja. Ich kann ja nochmal mit ihm babbeln. Wenn ich sie finde. Die hat sich ja so gut versteckt, dass man sie durch eine Bretterwand sehen konnte. Aldrich, der Name kommt mir bekannt vor. Kein Feuermagier diesmal. So. Ja, das kann man natürlich so auslegen. Aber ob du das dann... Ui. Da bin ich ja tatsächlich an einem Relikt die ganze Zeit vorbeigelaufen. Aber ob du das in Universe wirklich so auslegen willst, wie du das hier interpretierst, weiß ich nicht. Ja, dich erwartet sehr viel Schwurbelei. Und ich rate dir auch, das nicht zu spielen. Hast du die Briefe schon gefunden und zu Hertan gebracht? Nein, noch nicht, aber ich bin dabei. Ich bin dabei. Die Tür ist auch offen, eigentlich könnte hier doch jeder jetzt rein.
Warum? Das hast du mit Absicht geschrieben. Das ist Absicht. Stop it. Ich habe die Kategorie nicht umsonst gewählt, weil die einfach das Gothic 4 nicht rausgenommen haben. Der Gothic Tale ist schon viel zu wohlwollend. Ich habe den wahren Titel. A Gothic Fail. Da bin ich ja schon wieder bei Garrick, Hilfe! Es scheint, als wären hier... Ah ja, tatsächlich. Pflanzen. Da waren die Fliegeviecher tatsächlich mal zu was nütze. Hier auch noch. Da speichere ich gleich mal drüber. Die Ogerblätter sind wichtig. Ja, Fanfiction trifft es ganz gut, weil Fanfictions meistens Müll sind. Nicht unbedingt schlecht geschrieben, aber halt immer so viele Fehler in der Lore drin. Das ist, wenn man. Das passiert, wenn man hauptsächlich nach der Rule of Cool lebt. Die ich ganz furchtbar finde. Dann kommen so Mods raus wie: Lass doch einen Schattenläufer als Reittier haben. So gefühlt, ein Nordmarer Druide hat es mal geschafft, einen Wolf zu zähmen, aber jetzt kann ich auch einfach. Oh Gott, da bin ich erstmal in Schockstarre verfallen, weil was Brom da schreibt. Gothic 4 verfilmen, jawohl, bitte, Hilfe. Alte Krypta, was habe ich denn schon wieder verpasst? Da bin ich doch vorhin gewesen. Jetzt renne ich ja nochmal hin, um wieder vor verschlossener Türe zu stehen. Ich werde wahrscheinlich gleich die Minimap anmachen. Die Rune der vier Wände habe ich noch. Da könnte ich öfter mal dran denken. Bei Götterdämmerung wäre ich noch dabei. Da kann ich anerkennen, dass man es wenigstens versucht hat. Ich meine, Götterdämmerung wurde, glaube ich, von Leuten gemacht, die, glaube ich, nur Rennspiele davor gemacht haben. Da kann ich wesentlich wohlwollender drauf schauen. Da muss ich auch sagen, dass man wie die Story beginnt, aus dieser schlechten Zeichentrick-Intro-Sequenz, da hätte man einiges machen können. Und Götterdämmerung hat auch das wesentlich bessere Ende, finde ich, als Gothic 3, zumindest vom Kanon her. Götterdämmerung sagt einfach, oh nee, Adanos ist doch kacke. Ich mache jetzt doch den König. Als Innos Avatar quasi, der nicht mehr da ist. Okay, aber eine einzige Sache muss ich trotzdem an Arcania wirklich gut heißen. Die Welt ist an und für sich genial. Und damit meine ich nicht, wie sie am Ende umgesetzt wurde, sondern die generelle Strukturierung und ursprüngliche Ideen und so weiter. Ja, schön ist die Welt allemal. Und ich habe es jetzt auch schon öfter gesagt, das ist ja sowieso die größte Gemeinsamkeit bei schlechten Games. Der Soundtrack ist wundervoll. Aber es ist halt auch gleichzeitig so generisch. So, ich mache jetzt die Minimap an. Also, ob ich jetzt links oder rechts vom Acker lang gehe, sieht alles gleich aus.
Schwestern-Schleichspiele? Was habe ich denn verpasst? Ist aber auch mutig, ne? Du nimmst den Western, wo alle wilde Schießereien erwarten. Machst ein Schleichgame draus. Jetzt sag mir nicht, ich muss. So, Questmarkierung, Minimaps. Tut mir leid. Ja, wo ist sie denn? Ich hätte wahrscheinlich auf Bestätigung drücken sollen. Accept. Was habe ich denn schon wieder verpasst? Hier wo? Ach, ein Isometrie. Western auch noch. Das wird ja immer wilder. Oh. Dämonenkäppchen habe ich vorhin in meiner Vielfaltsaufzählung vergessen. Gut, Eisenpilze und sowas. Zähle ich mal nicht auf, oder die blauen Wulzlinge für Auruk. Das sind Quest-Items. Sicht von oben halt, falls du Desperados nicht kennst. Sagt dir Kommandos was? Andere Studios, ähnliches Spielprinzip. Nee, sagt mir tatsächlich beides nicht. Also Desperados habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und nochmal ein Belia-Artefakt. Was aus irgendeinem Grund jetzt einfach nur noch ein Ziegenschädel ist. Genauso wie der... Ich habe das Gefühl, dass ich soll hier gar nicht hin, sondern das ist einfach nur der Kompass. Also der Nordpfeil. Desperados habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Aber nicht gespielt oder auch nichts davon gesehen. Aber ich habe eine Idee. Was ich aber noch nicht weiß, wie realistisch es wäre. Aber nach Arena OSW, wenn wir die Gothic-Reihe annehmen, dann lass Arcane ja dann mit allen Gothic-Fans und Creatern so umschreiben, dass die Fanmates glücklich damit wird. Und vielleicht sehen, dass dann Rechte die Rechte in aber THQ Nordic gibt uns die Rechte, ja. Dann müsste ein richtiges Gothic 4 rauskommen. Das wird schwierig. Oh, guck mal, Elfried, ein B-Artefakt am Wegesrand. Das erkennen die auch sofort. Ziegenschädel. Ich musste ja schon so ein paar Kultisten hier metzeln, die ihren eigenen Schrein gebaut haben. Das waren einfach nur so zwei Türme aus Reisig. Kann ich eigentlich... Ich kann die Karte sogar aufrufen. Ich hätte die Minimap gar nicht gebraucht. Ich bin... Was ist das denn? Hilfe! Ich finde Sachen. Innos-Schreine gibt es hier komischerweise auch kaum. Also im Verlauf der Story findet man nochmal einen, aber dadurch, dass das ja eigentlich mal der Reichsglaube war quasi, also es wahrscheinlich immer noch ist. Ich meine, da der Held jetzt wieder König ist, kann er das ja... Ich lasse dir deine Meinung gerne. Deswegen darf man sich in Gothic 3 auch entscheiden. Aber es ist Fakt, dass es die falsche Entscheidung ist, nicht Innos zu wählen. Also ich habe tatsächlich, weil du jetzt gerade von riesig wächst und Wahnsinn redest, angefangen... Götterdämmerung in eine logischere Richtung zu schreiben, aber irgendwie wollte ich das nicht, war das zu grob, ich wollte das nicht weiter ausführen und ich habe mich auch gefragt, für wen ich das eigentlich schreibe, außer für mich. Da kann ich mir das auch zu Ende denken. Ich wollte dazu erst ein Video draus machen. Und habe das aber dann auch mit dem Showcase-Trailer zum Remake gleichzeitig verworfen. Oder ich dachte so acht Wochen nach dem Release davon, ui, ich habe tatsächlich mal keine Scavenger, die ich mir hier angucken muss.
Jetzt darf ich nicht wieder zu übermütig werden. Da schiebe ich mir lieber nochmal ein paar Fleischklumpen hier rein. Ragu will er diesmal wieder nicht. Aber gegrilltes Fleisch, kein Problem. Erstmal wieder den Warnschlag in die falsche Richtung. Nochmal. Weil sie sich doch noch für den anderen Weg entscheiden. Das Problem bei Gothic, man kann halt einfach nur alles falsch machen. Spinnt man Gothic weiter, dafür ist die Fangemeinschaft zu engstirnig. Das Ding ist halt, das ist ja auch gerade das Problem bei Fanfiction, dass man gerne subjektiv daran geht und nicht logisch. Also du kannst ja nicht sagen, das Problem ist halt immer, wenn dann Leute irgendwas dazu dichten, was sie halt cool fänden und sich aber nicht fragen, ob das innerhalb des Universums überhaupt Sinn ergibt. Eigentlich muss man nur versuchen, so wertefrei und objektiv wie möglich da anzugehen, dann ist das alles möglich. Deswegen darfst du das einfach nur keinem Fan geben. Und am besten auch nicht auf die Community hören. Aber sich damit halt wirklich intensiv auseinandersetzen. Warum auch immer. Anscheinend hat sie die Briefe irgendwie ins Wasser geschmissen oder so. Zum Beispiel, du siehst ja auch hier, es gibt ja hier auch wieder so ein Monstrarium im Logbuch, wo du Informationen zu den ganzen Tierwesen hier bekommst. Das habe ich Max vorhin, glaube ich, schon erzählt. Da steht einfach drin, dass der natürliche Lebensraum von Goblins Handelsrouten sind. Was ist denn, also... da fällt mir gar nicht so richtig zu ein zu sagen, weil es ist ja selbst, wenn es nicht um Gothic geht, fernab jeder Logik. Woher weiß ein frisch geborener Goblin denn, wo eine Handelsroute ist? So, dann haben wir die Papiere gefunden, die wir jetzt dem Bruder bringen. Ja, Handelsrouten sind auch meine Lieblingsbiome. Ich warte auf das Minecraft-Update. Wo du dann aus dem Dschungel rauskommst und dann ist da einfach nur Handel halt. Kannst du Handel abbauen, dich in den Handel reingraben. Fähigkeiten. Worum soll es gehen? Vorhin wusste ich es noch. Invest. In Disziplin. Wie es Innos will. Da sitzen Goblins und dann müssen sie sich erstmal in den Städten Karten und Namen zu wissen, ob sie sich auf Weg XY zwischen Hinterhupfingen und Stucken Borstel wohlfühlen dürfen. Ja. Ich habe auch in Geografie damals, dass du auf den ganzen politischen und geografischen, topografischen Karten dann einfach so Flächen gesehen, wo viel gehandelt wird. Die Marktplatzkarten. Ich erinnere mich auch an die großen Goblin-Routen in Kurines, mitten auf dem Marktplatz. Die Diebesgilde war einfach nur ein Haufen wilder, verrückter Gobbos. Kobolde, wie ich neulich gelernt habe. Ich dachte, der Feuertopf hier sei eine Wache. So, kommen wir diesmal über die Treppenstufe. Ui. Wahnsinn. So, ich glaube, dass der Questmarker ist hier noch von einem Problem mit Router, hm? Jetzt ist Syra auch schon hier. Nicht der Hocker. Nein! Oh Gott, ich durfte das noch abbrechen. Hallo, schöner Mann. Du siehst bedrückt aus. Was lastet dir auf der Seele? Das Ende von Acania könnte auch einfach sein, wie der Held dann in der Kolonie aufwacht, weil er noch ohnmächtig von Bullets Taufe war. Also Acania endet mit den Rufen von Diego, das reicht, lass ihn in Ruhe, steh auf. Ach ja, und Diego steckt im Knast.
Mein Freund Diego steckt im Knast. Diego? Ein Freund der Familie? Kennt ihr euch schon lange? Ein Freund? Manchmal verhält er sich so, als sei er mein Onkel. Ich habe auch einen Onkel, der in Schwierigkeiten steckt. In Sonjara. So? Wie heißt er denn? Nicht so wichtig. Wolltest du nicht zum Silbersee? Danke, dass du mir davon erzählt hast. Von deinem Onkel. Und es scheint nicht so wichtig zu sein, dass er in Schwierigkeiten ist. In Wirklichkeit waren das also gar keine Menschen, sondern aufeinander gestapelte Goblins sind. Die Menschenköpfe in den Kragen über die Verkleidung gesteckt haben. Ja, das wäre was. Meine Onkel wissen auch nicht, wie ich heiße. Wer soll vorkommen? Wenn ich zum Silbersee will, brauche ich die Erlaubnis des Barons. Weißt du, was er für ein Mensch ist? Böse Zungen behaupten, er sei ein schwacher Herrscher. Aber ein guter Baron regiert mit dem Kopf, nicht mit dem Schwert. Was weißt du über den rebellischen Bruder des Barons? Über den weiß ich nicht viel. Angeblich ist er ein Verräter. Da er aus der Stadt geflohen ist, könnte das gut stimmen. Wieder ein wundervoller, abgerundeter Dialog, der einfach endet. Als hätte man in Gothic 2 einfach auf Ende gedrückt. Beim Questmarker wird mir schlecht, ich muss das ausmachen. Ich habe schon wieder vergessen, auf Bestätigen zu drücken. Akzeptieren. Jetzt muss ich erstmal unten alles durchlesen. So, ich die Minimap eigentlich auch nicht mehr. Ich noch was zu verkaufen. Bücher unverkäuflich. Stand ich vorher nicht noch woanders? Das ist nicht dein Ernst. Krauter weiß gar nicht, wie recht er hatte mit derselben Scheiße. Oh, Hilfe. Ich soll dir also Met besorgen? Nein, nein. Mir geht der Honig aus. Besorg mir ein paar Waben und ich zeig dir, wie man Apfelwein macht. Wie viel Honig brauchst du? Am besten plünderst du ein halbes Dutzend Bienenstöcke. Das sollte reichen. Wie es der Zufall will, habe ich Honig im Gepäck. Hier. Kaum zu glauben. Das ist ja fantastisch. Kann ich den haben? Natürlich. Wir wollen doch nicht, dass Rauter verdurstet, oder? Bestens. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Moment. Wieso? Ach so, ja, deine Belohnung. Hier. Ja, bring mir Honig, ich zeig dir, wie man Apfelwein macht. Blauen Wühlbock. Ich finde super, dass sie damit geworben haben, dass bei Regen die NPCs sich Schutz suchen. Macht sie gut. Johannes Dirty Dondois? Oder Dua? Oder whatever. Was ist das für ein Name? Rauter, sag was. Hab gehört, du hast dafür gesorgt, dass der Met nicht knapp wird. Richtig. Warte, haben die echt damit geworben? Die haben sogar keinen Tagesrhythmen. Ja, die haben einerseits damit geworben, dass die NPCs Schutz suchen bei Regen. Das machen sie auch, aber sie hat sich halt einfach... Also da hat die Wegfindung wieder nicht geklappt. Sie dachte vielleicht, dass da eine überdachte Stelle ist oder so. Und damit haben sie noch geworben, dass beim Regeneinsatz sich Rinnsale auf dem Boden bilden. Aber das kriegt die PS4-Version, glaube ich, nicht hin. So. Ja, ich habe Ingor Honig gebracht. Ganz hervorragend, Mann! Ganz hervorragend! Ich habe nämlich einen verdammten Durst, richtig? Trink nicht zu viel. Vielleicht brauche ich dich. Keine Sorge, Mann. Der Met muss erst noch erfunden werden, der den alten Rauter außer Gefecht setzt. Richtig? So enden Dialoge.
Ich habe die Questmarkierung ausgemacht. Lässt Gorn mich denn jetzt zu Hertan? Ach nee, Hertan ist hier gar nicht. Ich weiß aber nicht, woher ich den Schlüssel kriege. Ich verstehe die Silben nicht, die ja gerade durch den Chat fliegen. Dirty Dorn Dua oder Deutsch, ich weiß nicht mal, wie man das aussprechen soll oder darf. Oder muss. Vielleicht ist auch das bekannteste Meme der Welt und ich bin einfach komplett lost, aber mir hilft das nicht. Diego ist übrigens im Knast und hat uns seinen Dietrich gegeben. Just saying. Ich habe die Beweise gegen Renwick gefunden. Jetzt ist er dran. Ausgezeichnete Arbeit, mein Freund. Ich bin beeindruckt. Oh. Ach, ja, da war ich sogar mal da, als er einfach nur Deutsch gesagt hat. Hilfe. Aber das, die Schreibweise hat mir nicht geholfen. Da bin ich schwer von KP. Er ist jetzt auch wieder hier. Da hätte einer von der Klippe springen sollen. Muss er das nicht mehr ertragen. Ich schäme mich, dass ich das tun muss. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. So, aber diesmal akzeptiere ich. Wie soll ich denn, also, da war ich doch schon. Geht jetzt die Tür auf einmal magisch auf, nur weil ich Papiere habe? Das würde mich ein bisschen anstinken. Wieder über die Felder trampeln. Hier ist jetzt einfach alles leer. Hier waren halt nur ein paar Äpfel und Feldräuber. Die Welt ist irgendwie, habe ich das Gefühl, für ein MMO gebaut. Eigentlich müssten hier immer die Monster respawnen und sinnlos Loot droppen und keine Ahnung. Das erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an Two Worlds 1, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Von der Struktur her. Fun Fact, mein ursprünglicher World of Gothic Foren RPG Boom hat mit Frau und Kind ein Hütchen am Silbersee gebaut und lebt nun dort. Aber hey, Two Worlds war nice. Ich habe Two Worlds nie richtig gespielt. Also mir fehlt wirklich, ich habe auch schon so einen Gameplan angelegt. Was eigentlich noch alles auf der Liste steht. Und da ist wirklich auch viel Nachholbedarf dabei. Two Worlds 1 habe ich gespielt, aber auch nur, weil es irgendwie 5 Euro früher beim Medimax auf so einer Pyramide lag. Und dann habe ich es halt ein bisschen angespielt und aber nicht durch. Ich darf auch immer die Tür benutzen. Nur weil ich Papiere gefunden habe. Hilfe. Dämonenpilze. Das Geräusch fand ich ja gut. Willst du es mit mir aufnehmen? Nee. Raut hat sich über Clara beschwert. Erzähl mal was. Halt! Freund oder Feind? Leovin schickt mich. Wie steht es bei euch? Es wird Zeit, dass Hertan Renwick aus Tjörg vertreibt. Er arbeitet für Roba. Wir können es nur nicht beweisen.
Was wäre, wenn ich Beweise für Renwigs Verrat hätte? Das wäre Renwigs Ende. Du solltest schleunigst mit Hertan sprechen. Ich will Hertan eigentlich töten. Wo ist Hertan? Weiter hinten in der Höhle. Da hörte ich Tourettes auch. Das Beste war einfach, dass es aktiviert werden musste und ich damals noch kein Internet hatte. Was musste Klein Wurm also machen mit 12? Natürlich beim Kundendienst des Spiels anrufen, um mir einen Freischaltungscode geben zu lassen. Das hätte ich gar nicht gemacht. Was willst Respekt du hier? Daher. Bist du einer von Renwigs Männern? Sprich schnell, sonst sprechen die Waffen. Ganz ruhig, Hertan. Ganz ruhig. Deine Schwester schickt mich. Ich habe Briefe, die dir helfen können. Was sind das für Briefe? Sie beweisen, dass dein Bruder schon lange gemeinsame Sache mit Robar macht. Tatsächlich? Das ist genau das, was ich brauche. Jetzt sind alle Männer Stuarks auf meiner Seite. Renwig ist erledigt. Ich bin dir zu tiefstem Dank verpflichtet. Ich brauche nur einen Passierschein zum Silbersee. Und mein Freund Diego muss freigelassen werden. Das reicht mir als Dank. So soll es sein. Du hast mein Wort. Ich muss schnell nach Stuark. Verdammt. Was wird aus Riklin? Riklin? Wo liegt das Problem? Riklin ist einer meiner besten Männer. Er ist tiefer in die Höhle vorgedrungen. Ich muss ihn suchen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du kümmerst dich um deinen Bruder, ich mich um Riklin. Wirklich? Was täten wir nur ohne dich? Das frage ich mich auch.